Ich begrüße alle Anwesenden ganz herzlich zu dem vorletzten Vortragsslot. Schön, dass es parallel zum laufenden OSM-Quiz einige dann noch geschafft haben. Es geht heute um den Leidensweg von Hartmut, wie er es geschafft hat, verschiedene Kartenstile parallel laufen zu lassen, und ich wünsche viel Spaß dabei. Dankeschön. Ja, mein Name ist Hartmut. Ich komme aus Bielefeld, tatsächlich. Gibt es wirklich. Ich bin Informatiker und aus dem früheren Leben auch noch Elektroingenieur, aber ich praktiziere nicht. Ich bin OpenStreetMapper seit 2007, obwohl ich es wirklich aktiv erst angefangen habe zu mappen in 2009. Und ich verdiene meine Brötchen überhaupt nicht mit Geothemen, sondern ich bin Supporter bei MariaDB für MariaDB und MySQL-Datenbanken. Aber darum geht es heute nicht. Und zwar habe ich in 2016 angefangen, eine eigene MapBusmatic-Instanz zu hosten. Erstmal nur für meinen eigenen Bedarf. Und nachdem das Original MapBusmatic-Projekt irgendwann offline gegangen ist, dann auch als allgemeine Alternative dafür. Und wenn man sich das heute anguckt, dann sieht man, dass man da jede Menge Kartenstile aussuchen kann. Schon so viele, dass ich mittlerweile das Ganze nach Kategorien ordnen musste. Aber das hat am Anfang noch ganz anders ausgesehen. Und zwar ganz am Anfang gab es nur drei Kartenstile zur Auswahl bei MacroSmatic. Das war einmal der Standard OpenStreetMap-Stil. Dann ein MapBusmatic-eigener Stil, den sie besonders für Druckausgaben optimieren wollten, der aber nicht mehr weiter gepflegt wird. Und dann haben sie noch die alten Open-Source-Stile von MapQuest mit angeboten. Und das war dann auch meine Erstausstattung. Das lief alles ganz wunderbar. Aber hatte auch den Vorteil, dass alle drei Stile genau die gleiche Datenbank brauchten. Und dann sind mit der Zeit immer mehr Sachen dazugekommen. Also irgendwann später, in 2016, habe ich dann als erstes mal die Software so erweitert, dass man über die Basiskarte noch Overlays drüberlegen kann, die dann über die eigentliche Hintergrundkarte gedruckt werden. Und das Erste, was ich da selber gemacht habe, war ein Stil, der ein bisschen so aussieht wie der Open Fire Map Stil, auf dem man Feuerwachen und Hydranten sehen kann. Und ich habe als Open Source Stil ein Overlay gefunden, das speziell nochmal Golfplätze rendert. Also wo ist der Abschlag, wo ist das Grün und das Fähnchen, wo der Ball in das Loch muss, wo sind Sandbunker und alle solche Sachen. Ja, und dann ging es weiter, dann kam die Open Topo Map dazu, die Humanitarian Map, die Hike and Bike Map. Und mittlerweile bin ich bei fast 50 verschiedenen Kartenstilen und Overlays. Und was ich anbieten kann, ist, da die ganze MapBusmatic Software auf Mapnik als Renderer basiert, brauche ich entweder einen Mapnik XML-Stilfile, um eine Karte zu rendern, oder einen Kato-CSS-Stil, den man direkt in Mapnik XML umwandeln kann. Was ich leider nicht rendern kann, sind Map-CSS-Karten. Da gibt es einfach keinen Konverter von dem einen Format in das andere. Es gibt nur Mapnik nach Map-CSS, aber leider nicht in die andere Richtung. Dann wird immer wieder gefragt, ob ich auch Seekarten von der OpenSeaMap drucken kann. Das geht leider nicht, weil die einen komplett eigenen Renderer geschrieben haben, der mit überhaupt nichts anderem kompatibel ist. Und ich kann auch keine Webdateis verarbeiten, einfach weil ich als Ausgabeformat zum Schluss auch einfache Rasterbilder erzeugen will. Und je mehr Stylesheets dazugekommen sind, war immer wieder das Problem, zum einen, alle erwarten andere Datenbankzugangsdaten und auch teilweise anderes Datenbanklayout. Dazu kommen wir später nochmal im Detail. Dann ist es oft so, dass an Schriftarten da drin in den Stylefiles eine Riesenlatte an möglichen Fonts aufgelistet ist. Und der Mapnik-Renderer kann dann sagen, okay, diese Schriftart finde ich nicht, dann nehme ich die nächste. Oder diese passt genau zu dieser Sprache am besten, dann nehme ich die. Problem dabei ist nur, alle, die er nicht findet, dafür druckt er Warnings in seinem Logfile. Und das ist, wenn man mal eine Karte rendert, ist nicht weiter wild, aber wenn man so mal schauen will, was am Laufe eines Tages schiefgegangen ist,
dann stören natürlich eigentlich die ganzen Fonds, von denen man weiß, die Schriftart habe ich nicht, weil es die für Linux nicht gibt oder warum auch immer. Deshalb ist einer der Schritte, die ich mache, wenn ich einen neuen Stil installiere, dass ich einmal durchbrase, welche Fonts werden da drin benutzt, von welchen weiß ich, dass ich sie nicht zur Verfügung habe, aber eine Alternative dazu zur Verfügung habe, und dann fliegen die, von denen ich weiß, dass ich sie nicht habe, einfach aus dem Stil raus, damit ich keine Warnung kriege, die mein Log vollmüllen. Ähnlich habe ich das auch bei den Kato-CSS-Stilen. Gibt es mittlerweile ältere Stile, die immer noch Attribute benutzen, die als veraltet gelten. Die werden zwar noch unterstützt, aber da gibt es bei der Verarbeitung auch jedes Mal Warnungen. Also Attributname in Tag so und so wird nicht mehr unterstützt. Weiß ich auch, dass es so ist, ist kein Fehler, interessiert mich nicht, möchte ich in den Logdateien nicht haben. Also schreibe ich die Stilpfeile einmal so um, dass diese Tags nicht mehr drin sind. Das sind beide Sachen, die automatisch einfach gehen. Und dann hatte ich bis vor kurzem auch noch als dritten Vorverarbeitungsschritt, es gibt in Mapnik die Möglichkeit, wenn man mehrere Layer hat, die mit sogenannten Comp-Op-Operationen zu verschmelzen. Also bestimmte Überblend-Funktionen zu spezifizieren und solche Dinge. Das hat dazu geführt, dass das zwar bei den Bitmap-Formaten, die ich exportiere, wunderbar aussieht, dass aber bei den PDFs und SVGs, die eigentlich den Sinn haben, dass man sie vielleicht nochmal nachbearbeiten kann, das ganze File genauso groß war wie das Bitmap-File. Und wenn man sich dann angeguckt hat, was steht da drin, da war in dem SVG-File nur noch, ich bin ein SVG-File und hier ist ein riesengroßes Bild drin und das sind die Pixeldaten dafür. Also nachbearbeiten mit einem Vektorprogramm war nicht mehr möglich. Deswegen habe ich gesagt, okay, diese verschiedenen Kommunikationsoperatoren, die ignoriere ich einfach. Sieht dann zwar nicht mehr ganz so schön aus, aber dafür kann man es wenigstens nachbearbeiten. Mittlerweile hat sich aber herausgestellt, das war nur ein ganz einfaches Problem. Und zwar, dass der Renderer standardmäßig versucht, ein möglichst altes, rückwärtskompatibles SVG zu erzeugen. Und neuere Features, das hat mich unterstützt. Und ich sage, ich möchte ein SVG nach aktuellem Standard. Ich glaube, das ist Version 1.3 im Augenblick. Dann funktionieren diese ganzen Operationen auch wieder. Und es kommt ein ganz sauberes Vektorfile raus, dass man es nachbearbeiten kann, wie ich es haben möchte. Deswegen ist der letzte Punkt mittlerweile zum Glück weggefallen. So, das sind so die Kleinigkeiten, die man erstmal in den Kartenstilen an sich machen muss. Aber dann kommt eben noch das große Problem, was eben mein Punkt Nummer 1 war, Datenbankzugang. Und zwar, um eine Karte zu rendern, brauche ich zum einen den Stil, wie soll die Karte aussehen. Aber ich brauche natürlich auch die Daten, was soll überhaupt auf der Karte da sein. Also welchen Kartenausschnitt will ich zeigen. Da könnte man im Prinzip für kleine Kartenausschnitte auch direkt OSM-Daten als XML benutzen. Aber wenn man das wirklich weltweit anbieten will, dann skaliert das nicht. Deswegen hat man immer erstmal den Schritt, dass man die OSM-Daten in der PostGIS-Datenbank importiert und dann von da aus weiterarbeitet. Da gibt es drei verschiedene Importmöglichkeiten. Es gibt einmal das OSM2PGSQL-Tool. Das ist das Tool, das zum Beispiel der OpenStreetMap-Standardstil einsetzt. Dann gibt es als Alternative nochmal ImpAwesome. Und nochmal als Spezialfall die Waymark Trails. Da hat die Sarah einen Python-Skript geschrieben, das mit Python und SQL Alchemy tatsächlich Wanderwegrelationen ganz gezielt aus den OpenStreetMap-Daten herausfiltert und genau für diesen einen Einsatzzweck in einer speziellen Datenbank hinterlegt. Das OSM2PGSQL unterstütze ich. Die Waymark Trails unterstütze ich als Spezialfall, weil ich die Wanderwege auch unbedingt für meine eigenen Karten haben wollte. Aber Kartenstile, die auf ein ImpAwesome-Schema aufsetzen, kann ich leider nicht unterstützen. Dafür fehlt mir mittlerweile einfach der Plattenplatz, um das alles vorzuhalten. Und auch wenn man einen Stil hat, der ein OSM2PGSQL-Schema voraussetzt, gibt es immer noch Varianten davon. Ganz am Anfang war es so, die drei Stile, die bei Map-Bosmatic standardmäßig dabei waren und unterstützt waren, die haben alle mit demselben Import funktioniert. Die haben alle dieselben Spalten in den Datenbanktabellen haben wollen. Aber dann gab es Leute, die ihre eigenen speziellen Interessen hatten, wie zum Beispiel die Golfplätze. Oder es gab auch einzelne nationale Kartenstile, die dann noch wieder irgendwelche Features dabei haben wollten, die im Standardstil nicht drin sind. Und da kann man beim OSM2PGSQL, beim Import sagen, dieses
OSM-Tag möchte ich mit in der Datenbank haben als eigene Spalte. Das heißt, noch mit der Zeit divergieren die Stile alle ein bisschen auseinander. Jeder fügt noch ein bisschen was dazu. Der Basissatz, den alle benutzen, also Straßen, Häuser, Hausnummern, das benutzt natürlich alle. Aber es sind immer so spezielle Sachen dabei wie Golfplätze, Hydranten, was auch immer, die nur einzelne Stile oder nur genau einen Stil benutzen, die in dem Standardimport eigentlich nicht drin sind. Das heißt, ich habe in jedem der Stile eigentlich einen anderen Satz von Attributstypen, die der Stil haben will, mit denen er arbeiten will. Und das Ganze ist möglich, entweder indem man wirklich eigene Spalten dafür anlegt oder indem man eine HStore-Spalte in der Datenbank anlegt. HStore ist im Endeffekt ein Hash, wo ich also auch Schlüsselwertpaare habe, genauso wie bei den OpenStreetMap-Tags auch, nur immer einen speziellen Datenbanktyp. So sahen ursprünglich die Tabellen dann aus. Wir haben immer das eigentliche Geo-Objekt als Geometrie drin, also Punkte, Linien oder Polygone. Und dann haben wir noch einen Tag, das einfach die vertikale Reihenfolge beschreibt, das ist immer da. Und alles, was hier oben steht, von Access bis Wood in diesem Fall, mit ganz vielen Zeilen dazwischen, das sind ja als eigene Datenbankspalten, die jeweils für einen OpenStreetMap-Tag da sind, wo zum Teil die Stile jeweils andere Vorstellungen haben, was da alles da sein soll. Also haben wir einen gemeinsamen Sockelsatz von Tags, die sie alle benutzen. Und dann kommt alles dazu, was wir noch speziell haben wollen. Wie ich schon sagte, am Anfang war das noch einfach. Aber je mehr neue Stile dazu kamen, desto mehr Sonderfälle hatte ich und musste immer wieder neue Spalten dazufügen. Was am Anfang bedeutet hat, ich habe mal die Datenbank einmal komplett weggeschmissen, neu importiert. War okay, solange ich nur Karten für Deutschland rendern wollte. Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe und genug Platz hatte, um die ganze Welt zur Verfügung zu stellen, hat das immer bedeutet, einmal ganze Datenbank wegschmeißen, 1 bis 2 Tage warten. Wenn irgendwas unterwegs schiefgegangen ist, vielleicht noch länger, bis es wieder weitergehen kann. Also habe ich dann gesagt, okay, es gibt die Möglichkeit, in dieser HStore-Spalte wirklich alle Tags, die ein OSM-Objekt hat, zu importieren. Da sind zumindest die Daten schon mal in der Datenbank da, wenn auch nicht unbedingt als eigene Spalte. Und wenn ich jetzt einen neuen Stil hinzufüge, der ein bestimmtes Feld hat, das ich gar nicht habe, kann ich in den SQL-Abfragen in dem Stil dann das Ganze so umschreiben, dass er stattdessen diese HStore-Text-Spalte benutzt. Bedeutet aber auch, für jeden Stil, den ich so angepasst habe, pflege ich im Endeffekt einen eigenen Fork. Und immer wenn im Stil sich was ändert, muss ich auch wieder gucken, ob ich das so nachpflegen kann, direkt mergen kann oder ob ich wieder Text umschreiben muss. Ist natürlich nicht schön, ist Arbeit, die ich mich eigentlich nicht machen will. Und deshalb läuft das mittlerweile so, dass ich den gleichen Ansatz benutze, den Sven Geggos auch für den deutschen Kartenstil und seinen Renderserver benutzt. Und zwar ist in der eigentlichen Tabelle, die jetzt importiert wird von OSM2PQSQL, ist neben den speziellen Feldern für die Geometrie und so weiter, ist für die Tags wirklich nur noch ein HStore-Feld drin, wo die alle drin sind und gar keine expliziten Spalten mehr. Und die Kartenstile greifen aber jetzt nicht direkt auf diese importierte Tabelle zu, sondern darüber wird nochmal eine View gelegt, die alle Felder, die direkt angesprochen werden, nochmal wieder explizit als View-Spalte zur Verfügung stellt. Das sieht dann so aus, die eigentliche Datenbanktabelle sieht nur noch so aus, ich habe nur noch die Textspalte hier. Und dann baue ich eine View, die aussieht wie die ursprünglichen Tabellen, wo dann doch wieder einzelne Elemente der Textspalte auf Spalten, die dann im View-Ergebnis direkt zugreifbar sind, abgebildet werden. Ja, da fehlt noch was. Na, der Vorteil ist jetzt, ich muss, wenn ich einen Stil habe, der eine Spalte benutzt, die ich noch nicht habe, nicht mehr den Stil editieren, um direkt auf die Textspalte zuzugreifen. Ich muss auch nicht komplett neu importieren. Ich muss nur einmal diese View wegwerfen und neu anlegen mit dem zusätzlichen Tag, was jetzt dazu gekommen ist.
Damit habe ich schon mal erreicht, dass ich alle Stile aus demselben Datenbank-Import ändern kann. Jetzt habe ich nur noch das kleine Problem, dass jeder Style-File-Autor am Anfang seine eigene Vorstellung davon hatte, wie der Datenbank-User heißen soll, was für ein Passwort er hat und wie die Datenbank heißt. Das muss also auch noch einmal nachgearbeitet werden, damit das klappt. Bei manchen der Stile ist das so, dass die eine eigene XML-Include-Datei haben, wo das drin steht. Dann ersetzt man die einfach mit der entsprechenden Variante, wo die eigenen Zugangsdaten drin sind. Dann passt das schon. Und beim anderen ist das einfach hardcodiert in den Style-Files drin. Da muss ich nochmal drüber gehen und muss überall mit Suchen ersetzen, den Datenbanknamen, den Usernamen und das Passwort ersetzen. Das geht aber zum Glück bis jetzt so, dass alle Stile so formatiert sind, dass das alles auf eigenen Zeilen steht und einfach mit dem Stream-Editor ersetzt werden kann, ohne dass ich erst in die Tiefen des XML-Parsings dafür absteigen muss. So, und damit habe ich dann das Thema Datenbanken schon mal erledigt. Jetzt kriege ich alle Kartenstile aus demselben Datenbank-Import generiert, muss die Datenbank noch einmal vorhalten. Und da die mittlerweile über 800 GB groß ist, habe ich auch gar nicht Platz, die mehrfach vorzuhalten. Dann haben wir aber nebenbei als Datenquelle auch noch Shapefiles. Die benutzen wir zum Beispiel für so Sachen wie Küstenlinien, weil wir da nicht sicherstellen können, dass die in den OpenStreetMap-Daten selber immer in einem korrekten Zustand sind. Da kann schon mal irgendwo eine Lücke sein, dann fließt das Wasser bis tief in die Kontinente hier rein. Und da benutzen auch wieder die meisten Stile eine gewisse Menge an Shapefiles, die allen gemeinsam ist. Aber jeder Stil bringt dafür ein eigenes Installationsskript mit, das die Dinger runterlädt, auspackt, vorbereitet. Das heißt, ich habe sowohl einen Download von vielen Dateien, der immer wieder angestoßen wird, obwohl ich ihn eigentlich nur brauche, und ich habe dann auch identische Kopien der Dateien auf meinem Filesystem. Und da geht es dann auch um Größenordnung von Downloads um die 2,7 GB, ausgepackt um die 3,5 GB. Das möchte man natürlich nur einmal haben, ohne Redundanzen. Und zum Glück ist das bei den meisten Stilfilen so, die erwarten entweder alle Shapefiles zusammen in einem Verzeichnis, das in der Regel World Boundaries heißt, oder es gibt ein Verzeichnis Data, wo dann für jeden Stil nochmal ein Unterverzeichnis drin ist. Und dann gibt es noch ganz ab und zu noch, dass dasselbe Shapefile unter verschiedenen Namen angesprochen wird. Also hier zum Beispiel einmal 110 Meter irgendwas und dasselbe noch mit dem Präfix NE für Natural Earth, das ist die Datenquelle, wo die Shapefiles herkommen. Und dann kommt erst der Rest des Namens. Die sind wahrscheinlich in der Vergangenheit irgendwann mal umgenannt worden und Stil, den ich hatte, ist noch so alt, dass er das noch nicht mitgeführt wird. Dementsprechend habe ich jetzt für eine große Liste aller Shapefiles, die in verschiedenen Stilen benutzt werden. Ich lade jeden davon noch einmal runter und packe den aus und baue mir dann einmal die Variante mit dem Dataverzeichnis, wo jeder Stil sein eigenes Verzeichnis drin hat und mache dann nochmal ein neues Verzeichnis auf für das World Boundaries Format, wo alle ausgepackten Stile zusammen drin sind und will ihn einfach mit diesem Links daran ab. Damit habe ich die Files zwar noch einmal auf der Platte, aber jeder Stil kriegt die in dem Format, in dem Dateisystem aller Ort, wie er es erwartet. Und in den einzelnen Stilen muss ich ja nur noch auf das eine oder das andere Zeichnis verlinken. Dann passt das auch wieder, ohne dass ich hier einen Danzen habe. Das heißt, ich spare Bandbreite, ich spare Plattenplatz, ich kann das Ganze in einem Rutsch zentral aktualisieren und ich kann auch noch, weil ich jetzt selber die Dateien runterlage, auch lokal cachen, ohne dass ich noch einen Caching-Proxy dazwischen brauche, um doppelte Downloads zu vermeiden. Nachteil ist, wenn ein neuer Stil dazukommt, muss ich mir immer erstmal wieder das Installationsfall angucken, was installiert er vielleicht noch, was ich noch nicht habe, meine Liste erweitern. Oder eben auch, wenn im Stil sich was ändert, ein neues Shapefile dazukommt, aber das passiert so selten, dass das nicht wirkliche Arbeit ist. Oh, das ist einmal die Liste der verschiedenen Shapefiles, die im Augenblick genutzt werden, die geht noch ungefähr bis hier, passt ja nicht mehr auf den Bildschirm. Dann habe ich als dritte Datenquelle noch Höhendaten. Die sind mir freundlicherweise von der OpenStreetMap zur Verfügung gestellt worden. Die haben sehr viel Arbeit reingesteckt, aus verschiedenen Höhendatenquellen gutes einheitliche Höhenlinien und geländerische Ummauerungen zu machen.
Das sind für die Höhenlinien, wenn das Ganze importiert ist, nochmal 500 GB Datenbank. Und damit ist der Rechner auch wirklich schon ziemlich voll. Wird genutzt bisher eigentlich nur vom Open Topomap-Stil. Und ich habe das nochmal extrahiert, dass man das als eigenes Overlay auch über andere Stile drüber blenden kann. Und dann kommen wir zu der einen Baustelle, die ich noch habe. Nämlich das Hill-Shading, dass man also als Geländeschummerung Geländekonturen besser erkennen kann. Die kann ich im Prinzip auch von der OpenSnowMap bekommen, aber die sind leider in einem anderen Format als die OpenTopoMap, die möchte. Deswegen habe ich das im Augenblick in der OpenTopoMap einfach ausgeschaltet. Und dann habe ich noch die Piste-Map, die Skipisten rendert. Die erwartet die nochmal in einem anderen Format, die hat aber auch die entsprechenden Skripte, um die zu erzeugen. Und damit erzeuge ich im Augenblick aber nur Hill-Shading-Files ungefähr für den Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz, damit ich die Alpen abgebildet habe. Für die ganze Welt habe ich weder die Rechenpower noch den Plattenplatz, um das alles zu machen. So, und das war's dann auch. Wenn da irgendwer gute Ideen hat oder noch einen Kartenstil hat, den ich noch nicht habe, immer her damit. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch ein bisschen Luft für Fragen. Was sind denn die Formatunterschiede bei den Höhenlinien, von denen du gesprochen hast? Wollen die einen das als Shapefile und die anderen als in der Datenbank haben? Oder? Nee, sie wollen beide TIFF-Dateien haben, aber ich habe es nicht hinbekommen, dass ich die OpenStreetMap-Dateien mit den Renderregeln von der OpenTopoMap verheiratet kriege. Du hast gesagt, dass du das alles mit Views machst. Wie ist denn das da mit den Indexes? Also ich weiß zumindest, OpenStreetMap-Katos hat einige, um das Rendering schneller zu machen. Wie löst du das? Da habe ich auch erstmal die entsprechenden Indexe, die Sven für seinen deutschen Stil anlegt. Die entsprechen ja im Wesentlichen denen von dem Standardstil. Und für den Rest muss ich natürlich auch hergehen, dass ich nicht auf der eigentlichen Spalte indiziere, sondern dann auf der entsprechenden Haarstore-Untermenge. Also das ist auch noch ein bisschen Handarbeit, aber das ist auch das meiste durch die Indexe, die von Sven kommen, schon abgedeckt. Gibt es noch Fragen? Sonst hätte ich noch eine kleine. Du hattest erwähnt, dass die Zugangsdaten immer irgendwie ganz wüst aus dem XML bearbeitet werden müssen. Ist es die Bearbeitung im Mapnik XML? Ja. Viele Styles haben ja auch MML-Files, in denen das ja eben parametrisiert wird. Wäre das vielleicht eine Erleichterung, wenn du es da zentral bearbeitest und dann daraus das Mapnik-XML erzeugst? Bei den ersten, die ich angeschaut habe, da war es nicht zentral hinterlegt, sondern es war in jeder Regel einzeln. Und da war es einfacher, das in den Mapnik-Dateien zu machen, als in den Kato-Files. Ja. Aber das war eher Zufall, dass es da einfacher war. Und es ist auch zum Glück so, dass ich da nicht wirklich mit dem XML-Parser rangehen muss, sondern es reicht einfach mit SED, wenn da steht DBName OSM, dann ersetze das durch DBName GIS und dann passt das. Okay. Wird irgendwann wahrscheinlich auch kaputt gehen, aber bis jetzt funktioniert das. Gut, dann herzlichen Dank für deinen Vortrag. Jetzt wissen wir Bescheid, wie es mit mehreren Kartenzielen auf einem Server geht. Und jetzt geht es weiter mit einer kurzen Pause.